Dann machen wir halt noch ein paar dran oder so. Das sieht schon so aus wie Boss Fight. Wunderst du dich, warum ich hier bin? Du kannst so zurück, wenn du willst. Warum ich dir helfe, das wirst du bald wissen. Das Drachenherz ist eine Waffe aus Tundlan, mit der man angeblich jeden Drachen zerstören. Okay. Das heißt, wir sind hier hochgelaufen, damit der Typ uns erzählt. Übrigens, wenn ihr schon dabei seid, ihr müsst doch noch nach Tundlan. Nahahaha. Arschloch. Ja gut, dann holen wir noch die Scheißwaffe aus Tundlan. Gott, ich bin schon wieder aggressiv und vulgär. Das ist ja nicht nur... Das ist nicht nett, nein. Genießen wir die Abfahrt. Bin ja ein ziemlich ungeduldiger Mensch, deswegen nervt mich das schon ein bisschen, dass das so ewig dauert. Ja, naja. Ich habe repariert. Wieso kann man im Moment nicht anders hoch? Ich habe es repariert, wir müssen jetzt nach Tundlan. Halt, stopp. Wir holen uns erst die Drachenequipierung. Da. Drachenschrein. Oh. Hey, Drachenschrein. Dich kenne ich noch gar nicht. Und was hast du so? Denn, ja, du kennst sie ja noch nicht. Also, Doc, wir haben hier ein anderes Problem. Ja, und dann immer das Hin- und Herreisen. Sie kennen das. Ja, ja. Ach, ja. Wie viele Couchen ich schon bei irgendwelchen Psychologen durchgesessen habe in diesem Spiel. Das ist unglaublich. So, Tundlan besitzt das Drachenherz. Ich kriege unser Schicksal, bla bla bla. Ich gehe mal wieder hier zu. Nein, wir wollten weiter. Zu König und Königin, Prinzessin von und zu Elisabeth, wie auch immer. Wo ist sie? Leute, wo habt ihr sie versteckt? Du kannst Musik in Flaschen füllen. Piep! Und sie später anhören. Du bist komisch. Sind die creepy Typen da drüben? Ja, du hast zumindest die... Oh, sie liegt immer im Bett. Das Kissen ist im Safe. Das haben wir doch schon. Ich hab ganz andere... Die ganze Erfahrung muss ein Schock für sie gewesen sein. Sie liegt kranker. Okay, dann muss uns woanders helfen. Mal überlegen. Wer in dieser Stadt hat noch was Besonderes getan? Die dunklen Drachen sind hinter dem königlichen Schatz, dem Z-Schlüssel hier. Als einer der göttlichen Schlüssel kontrolliert er... Das habe ich nicht weitergelesen, weil ich aussehen auf den Knopf gedrückt habe. Flötenschwestern. Kannst du Musik in Flaschen füllen? Piep! Und sich später anhören. Piep! Die eine schläft sogar mit ihrer Flöte. Oh, falsch. Das klang falsch. Die Prinzessin weiß das Einzige, wie man den Safe in der Burg öffnet. Wenn man es nicht richtig macht, wird es etwas Furchtbares passieren. Nein. Ja, das ist doch mal. Na gut. Wer von euch hat den Swag, den ich brauche? Die haben verschiedene Kräfte. Dies hier heilt Wunden. Möchtest du es hören? Ich hab's doch schon gehört. Und wo kriege ich eine Flasche her? Der Schnarch. Du, Frau. Ich habe keinerlei musikalische Inspiration. Hi. Immer noch nicht, okay. Dann geht mir das Spiel auf den Sack. Hey, ihr beiden. Ich besuche euch doch schon.
Aha, toll. Wir wissen, dass man Musik in Flaschen füllen kann und wir haben einer, die uns ein heilendes Lied beibringt. Wir haben aber keine Flasche. Oder? Beziehungsweise, woher kriegen wir eine Flasche? Das ist ja generell so, normale Gegenstände sind in Rollenspielen ja meistens, Rarität. Eine legendäre Waffe? Darüber weiß nichts, aber ich kenne ein Drachenlied. Oh, sing es vor unserem Drachen, vielleicht kippt er dann ja tot um. Dün, dün. Ja, sag ich ja. Dein Drachenherz fürchtet dieses Lied, wenn du es magst. Pack es in eine Flasche. Ihn hält eine Flasche gefüllt mit dem Lied Drachenherz. Alles klar. Wir helfen dir, wo wir können. Okay. Ich hoffe, dass wir können das Drachenherz mitnehmen oder das Heilerlied. Das ist interessant. Nein, du sollst nicht fliegen, du sollst zaubern. Ich weiß, dass du auf A nicht zauberst. Alter! Du dreckiges Scheißlied. Blödes. Egal. Haben wir das Geld? Wir sind Bonzen. Wir haben das Geld. Wir können auch uns in. Wir heilen uns in Carmen. War ich immer. Ich war doch schon bei dem Drachen. Warum kann ich mich nach Skarnen nicht portieren? Teleportieren. Lerne Deutsch. Ach Mann. Vielleicht müssen wir Sog besiegt haben. Naja. Ich glaube nicht, dass wir den in 10 Minuten schaffen. Das heißt, wir hängen noch ein paar dran. Hängen wir noch ein paar dran. Du bist schon wieder bei 2 Stunden fast. Nein, das geht nicht. Dun, 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 dun. 80 ist okay. Das ist Fünftel von 400. Wehe, du knutscht mich ab, wenn du uns gehen lässt. Ah. Ich hasse diese blaubärtigen Männer. Sie sind immer so anzüglich. Machen mir Avancen. Ich will das nicht. Gut. Und abbiegen. Ah, oh, es war fast zu weit. Was heißt fast? Das war zu weit. Gut. Pass again. Danke. Turm fahren. Again. Ja. Das muss man übrigens mindestens so aussprechen, wenn nicht sogar mit noch mehr. Wie nennt man das? Weiß ich nicht, mit noch mehr Stimmen blau. So, erste Etappe geschafft und die zweite bitte auch. Drachenrio. Sog der einzige dunkle Drache. Ist das hier nochmal ein Dungeon? Das sieht mir fast danach aus. Oder? Auch nicht. Das ist eine Treppe. Sind das Stühle? Sog ist ein Freak. Lass mir den Drachen vorlaufen. Ja, wir können uns bei Sog nicht in einen Drachen verwandeln. Uns gibt's richtig auf die Fresse mit dieser scheiß Drachenflasche. Ah. Interessant. Hier runter vielleicht. Und Wachen. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Bock auf Wachen. Billige Waffen. Wachen. Gonna one hit them all. Zack, 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 zack. Wow, selbst Mugu macht gut Schaden mittlerweile. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Mach ich einen Nebel? Das wird auch wieder. Das wäre ein bisschen gecheatet. Aber ich habe eigentlich keinen Bock auf die Wachen. Die sind so nervtötend. Auf jeden Fall geht's hier hoch. So. Vielleicht gibt's ja auch noch andere Wachen als Sog. Eine Goldrüstung. Ja. Ein Wesen. Mhm. Okay. Ja, hat schon gut Leben. Macht auch gut Schaden.
Nina macht auch gut Schaden. Mit neuer Kampfanimation. Übrigens, du, oh, es geht. Bläuel, natürlich Bläuel. Wenn ich Bläuel, dann keine. Dann lassen wir es mal wieder krauten. Auf Nina. Kraut, Kraut. Ein General. Soldat. Sieht dabei aus wie Hadoken. Alter, charge doch nicht immer auf Nina. Was ist euer Problem? Oh, das Mädchen mit den Flügeln, es fliegt. Oh, wir sind ein japanisches Spiel. Ich muss ja die Klamotten runterschneiden. Oh, was soll das? Lasst sie in Ruhe. Sie ist die Einzige, die hinten steht sogar. Ich hätte übrigens gerne so. Das ist ein reiner Ästhetikaspekt. Auf jeden Fall habe ich die Reihenfolge einfach lieber. Punkt. Ja, sieht schon besser aus. Auto-Tag. In your face. Gute Nacht. Dance. Dance. Ta-ta-ta-ta. Wunderschön. 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 Da geht's wieder runter. Ich hoffe, das ist richtig. Dieser Turm ist durcheinander. Ein Heil. Wunderbar. Wieder hoch. Sind wir hier. Eine Heilungsquelle. Sollen wir bis hier schon ausgelaugt sein? Wirklich? Ich meine, es kommen kaum Gegner. Und selbst wenn, die sind jetzt nicht... Ja doch, sie sind schon. Was bist du denn für einer? Jon. Bounce. Oh, der hat viel. Und der hat viel Leben, doch. Slam. Bam. Power up. Der bufft sich die ganze Zeit selber. Junge, kämpfen! Es sei denn, da fängt gleich an, ihr einen nach dem anderen zu one-hitten. Das finde ich nicht so geil. Und? 50 auf Ryu. Das ist schon eine Menge. Das hat nicht mal der letzte Drachen Kämpfer geschafft. So. Zack. 70, Alter. Okay. Die Viecher hier drin sind scheiße. Das lässt sich zusammenfassend sagen. Das sieht so nach das Ende aus, aber es faked einfach nur die ganze Zeit. Ja, ich weiß, du kriegst wieder eine enge Hose, wenn du Nina siehst, aber deswegen musst du nicht dein Schwert in sie reinstecken. Sowas machen wir hier nicht. Denn das kostet alle nur Zeit und Nerven. Und mich kostet es hauptsächlich Zeit, denn ich muss sie dann heilen. Ich will sie nicht heilen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht... Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Der Drachenclan ist sehr stolz auf dich. Es ist gut, Macht zu haben, oder nicht, Ryu? Die Welt sollte sich vereinigen und von einem Mann kontrolliert werden. Die Welt ist mein. Keiner hält mich auf.